Jetzt habe ich Ton. Einen wunderschönen guten Tag, ihr lieben BMW R50. Motor, wie versprochen, ihr seid dabei, wie der liebe Heinz vom Café Racer Bike Design immer sagt. Ja, der Spruch ist nicht schlecht. Ja. Was werden wir heute machen? Wir werden heute kurzer Überblick über den Motor. Und dann werden wir mal das Schwungrad mit der Kupplung rausnehmen und eventuell den Simmering wechseln. Und dazu sage ich willkommen bei Nice Size 36. Ah, peng peng tü lü tü. Junge, 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 alt werden kann nix. Ihr Freunde, alt werden kann nix. Und keiner von euch, wirklich keiner von euch, sagt mir, dass ich die Kupplung und das ganze Gedöns ja schon gemacht habe. Ah, ja. Hier bei den ganzen Projekten kommt man schon mal durcheinander. Aber was soll's, Übung macht den Meister. Ihr habt was zum Lachen. Und ich komme nicht aus der Übung. So, das ist fest. Das müsste jetzt auch gleich festgehen. Immer noch gut. So, jetzt kommt der Fliehkraftversteller raus. Bin ich mal gespannt, ob ich den so gelöst bekomme. Jupp, geht, ist nicht so fest. So, was ist denn? Kenne ich ja gar nicht, dass man das da auch noch ausrauben muss. So. Ah ja, der hat noch ein großes. So, wo seid's denn da? Und der müsste, ja, hier haben wir einen Schlitz. Das heißt, hier drin hat es eine Kante, wo das Ding nachher drin sitzt. Dann als nächstes die zwei Klemmen der Zündspulen. Na, das ist zu groß, der Schraubendreher. Wo ist mein kleiner? Hatte ich gerade vorhin in der Hand. War ich den jetzt schon wieder hin? Damit. Hallo. Moment, Werkzeug suchen. So, Werkzeug gefunden. Das muss lose. Das muss lose. So. Und dann die Zündplatte. Zündplatte ist 10. Ui. Da sieht das Gewinde nicht mehr so schön aus. Schauen wir uns gleich an. Und die Schraube da unten war lose. Oder die Mutter. Da war ich nicht dran. So. Jo, das ist magnetisch, ich weiß, aber lass trotzdem los. So, da haben wir Mutter und Scheibe. Und hier haben wir Mutter
Da scheint auch eine Scheibe drunter zu sein. Jo, ist auch eine Scheibe da. Hätte mich jetzt auch gewundert. Jetzt sollte ich das hier eigentlich abkriegen. So, Mutter, Scheibe. Und jetzt sollte ich dieses ganze Magnetgedöns hier runterkriegen. So, jawohl. Das ist der Stator. Und das ist der Kollektor. Keine Ahnung. Und der Brecherkontakt ist neu. Ja, dann können wir das Teil hier mal wegpacken. Dann müssen wir das Ding hier irgendwie abschrauben. Steht zumindest in der Anleitung, muss ich mir mal anschauen. Aber vorher möchte ich mir gerne das hier mal zu Gemüte führen, weil das gefällt mir ja mal gar nicht. Ja, und da sieht man, Moment, raus zum, eine Sekunde, nein, nicht rein, raus, 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 raus. So, jetzt, da sieht man das Aluminium dranhängen. Ja. Das müssen wir uns anschauen, weil hier hat es überhaupt kein Gewinde mehr. Wie sieht denn das hier aus? Das ist fest. Also da werden wir einen Gewindeeinsatz einbauen müssen. Kommen wir nicht drum herum. Gut, weil ich brauche ja diesen Deckel. Ich muss ja hier abdichten, da ist es ja auch undicht. Da sappert es ja auch raus. Ja, das muss ich mir jetzt mal zu Gemüte führen. So, jetzt muss ich mir ein Werkzeug bauen. Ich habe hier eine 10.9er M8. Da muss ich jetzt einen Schaft machen, abschleifen auf 6 mm, der da durchpasst. Und hinten 40 mm, stimmt das? Ja, 40 mm Gewinde stehen lassen. Schauen wir mal. So, wie mache ich das jetzt? Ich spanne das mal hier in den Schraubstock. Eben kurz ein. So, dann messe ich von hier 4 cm und mache mir hier einen Streifen Isolierband drauf. Pi mal Auge, damit ich weiß, wo ich war und wo ich hin muss. Dann gehen wir hier an den Schleifbock. Jetzt wird's laut. Jetzt bin ich mal gespannt, ob das so geht, wie ich mir das erhoffe. Et voilà. Das war dieses. Nächster Step, wenn mich mein Stuhl loslässt, mal die ganzen Schrauben hier aufmachen. Wo es das Öl rausdrückt, bin ich mal gespannt. Oh, fest sind sie schon. Weiter geht's mit der Schrauberei. Ei, ei, Schrauberei. Da brauche ich dann nachher auch wieder so ein komisches Spezialwerkzeug. Ich bin hier nur am Spezialwerkzeug bauen, weil ich will die Dichtung hier machen.
Da sabbert sie heraus, hier war es ja dicht, die Simmerringe. Aber was soll's. Haben wir schon hinkriegen. Irgendwie. Ich bin da ja flexibel. Was mühe ich mich hier eigentlich ab, Freunde? Ha, für was haben wir denn? Das entsprechende gute Werkzeug. Ah, da komme ich jetzt nicht hin. Das sollte aber kein Thema sein. Die drehen wir von Hand raus. Die ist richtig verölt. Und da hat es auch das ganze Motoröl rausgedrückt. An den beiden Schrauben. Aus dem Grunde werde ich da mir was einfallen lassen. So. Das wären die Schrauben. Es brauche ich ein Behältnis. Ein Schraubenbehältnis. Die wohlbekannten. Diesmal haben wir Pistazie. Pistazie. Gut, schauen wir mal. Eins. Zwei. Du bist jetzt gleich lang. Die ist etwas länger. Drei. Hier hat es keine Scheibe dazwischen. Kann das sein? Moment, wo ist meine Nadel? Die habe ich wieder hingehängt. Komm her. So. Weil das wäre ja nicht so toll, wenn hier keine Scheibe dazwischen wäre. Ist auch nicht. Keine Scheibe. Oh oh. Hier unten auch keine Scheibe. Da ist wieder eine dran. Hier ist auch eine. Und eine komplett verölte Schraube. Die Längen, die werden wir nachher wie gehabt. Auch mit Scheibe. Auch mit Scheibe. Ja, wer da mal dran gearbeitet hat, hat ein paar Unterlagscheiben vergessen. Auch eine Scheibe. Und hier ist wieder keine Scheibe. Doch, da ist sie. Okay, dann werden wir da noch mal schauen. Bei ein paar Löchern mal Licht dazu holen. So. Da ist keine, da ist keine. Aber das sieht mir doch nach einer Unterlagscheibe aus. Ja, siehste wohl. Komm raus. Okay, da wäre eine drauf. Da brauchen wir noch eine Unterlagscheibe, müssen wir noch finden. Da waren sie ja überall drauf. Da ist keine. Da auch nicht. Da nicht. Da nicht. Die fällt definitiv. Ah, da kommt sie. So. Gut. Somit hätten wir alle Schrauben
gebrochen. Und jetzt muss das Ding hier irgendwie runter. Und da soll es ein Spezialwerkzeug geben. Wie sieht das aus? Oh, muss ich mir anschauen. So. So weit wäre ich jetzt schon mal, dass ich mir hier jetzt ein Blech gemacht habe. So pro forma. Jetzt müssen wir da noch die Kanten hier noch schleifen, damit das hier schön reinpasst. Gut. Da habe ich noch ein bisschen Spatze. Ja. Ja, und das ist fettes Material, also sollten wir da schon hinkommen. Jetzt wollen wir das hier noch begradigen. Erledigt. Geht schön rundrum. Ja, hier ein bisschen zu viel. So, jetzt müssten wir nur noch rausfinden, wo müssen wir das Loch bohren für die beiden Schrauben. Da haben wir unsere... Wo ist die Liebschere? Liebschere, 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 Liebschere. Wo habe ich die hin? Dubidubidu, da an der Bohrmaschine. Gut. Null. Und jetzt so. Pi mal Auge. Hier unten anlegen. 6,7. Ja, 6,5. 6,5. Da bin ich daneben. Oben passt. Jetzt passt es unten. Und oben bin ich daneben. Wir sind noch ein Stückchen weiter hoch. So, nächster Versuch. Da ist aber irgendwas mit der Schraube oder mit dem Loch. Ja, ich habe da ein 10er-Loch reingebohrt, Freunde. Ich bin da schmerzbefreit. Okay, das liegt an der Schraube. Eine andere Schraube nehmen. M6x20. So. Das ist ein Halter, den werde ich meinen Lebtag wahrscheinlich nie wieder brauchen. So. Jetzt geht er da mal in die Mitte. Und jetzt sollte das hier oben auch passen, wenn es dann immer noch nicht passt. Oh, ja, 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 ja. Aber das sieht gut aus. So. Jetzt habe ich die erste Hürde habe ich genommen. Gut, jetzt könnte ich natürlich hergehen, dann könnte ich einen Klauenabzieher nehmen. Mache ich das oder mache ich das nicht? Oder gehe ich hier hin und ziehe das hier raus? Jetzt warten wir mal. Lassen wir mal kurz schauen. So viel Gewalt kann da ja nicht drauf sein. So. Einfach mal mitnehmen, was man hat. Schauen wir mal. Ja, das wäre natürlich fast ideal. So rum. Dann nehmen wir den nächstgrößeren. Der ist hier von dem Zapfen her wahrscheinlich besser.
würde ich fast gar sagen. Nehmen wir den hier. So ansetzen. Und dann schauen, dass wir das so hinkriegen. Dann sieht das gar nicht so schlecht aus. Schauen wir mal, was passiert. Ja, gut. Gut, 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 einwandfrei. Geht perfekt. So wie es sich gehört. Man muss hier ein bisschen nachhelfen. Dass sich da die Dichtung löst. So, das war's schon. Hier geht ein kleines bisschen zurück. Den nehme ich runter. So, und dann kann ich das Gehäuse hier abziehen. Und das ist alles. So, na, siehste wohl. Gut, gut. Jetzt brauchen wir die Dichtung hier neu. Einmal schauen mit Auge. Falsch. Hier liegen sie herum. So, das wäre diese. Jawohl. Haben wir. Jetzt kommt das Übliche, ihr Lieben. Um 13.30 Uhr, so lange habe ich rumgedoktert. Dichtfläche säubern, Dichtfläche säubern, hier und die beiden Simmerringe suchen. So, jetzt muss ich hier ja noch diesen Bolzen, das Gewinde reparieren. Das machen wir jetzt zuerst mal. M8 x 1,25. Gut, jetzt brauchen wir hier für den Deckel. Gewindeschneider. Ist ja Aluminium. So. Schneiden wir hier für das Helikoil das Gewinde rein. Etwas Schneidöl, Aluminium, habe ich mir extra geholt. Noch einmal kontrollieren. Jawohl, geht gerade rein. Auch wenn es nicht so aussieht. Die Kamera steht krumm. Das Gehäuse ist krumm angesetzt. Durch. So, gereinigt, entfettet. Jetzt kommt hier Schraubensicherung hochfest. So, das ist das Eindrehwerkzeug. Jetzt drehen wir das hier rein. Das Zänkchen zu Hilfe nehmen.
versenken das ein kleines bisschen rein. Das war's schon. So, dann schauen wir auf der anderen Seite. Steht nichts raus. Passt. Dann wäre das erledigt. Die anderen beiden habe ich auch schon. Ja, das kommt wieder da rein. Dann brauchen wir den Stupfer fürs, was ist das Falsche? Martin, nicht mit sowas arbeiten. Den da brauche ich. Das ist der Stupfer für die, zack, habe ich gehört, dass es rausgefallen ist. Für den Haken, der da hinten drin ist. Und jetzt schrauben wir den hier da rein. So, der wird jetzt gerade mit der Zange ein kleines bisschen festgezogen. Braucht nicht viel, reicht schon. So, erledigt. Step next. Einmal. Zweimal. Ein wenig Öl hier auf diese Fläche. Und hier auch. Und dann den hier reindrücken. So, derweil mal der zweite. Weil da müssen wir dann drauf achten, dass wir die hier gerade reingesetzt bekommen. Der passt schon. Den werden wir auf einer geraden Fläche hier ein kleines bisschen nachhelfen. Tank Suzuki. So. Da das Ganze bündig werden soll, steht ein kleines bisschen drüber. Ja, so ist es doch. So ist es doch annähernd perfekt. Da hätte ich dich doch ein bisschen. So gefällt mir das. Perfekt. Ist schön eben mit der Kante. Dann hätte ich das hier gerne verbessert. Da ist ein Nagel drin. Warum man das auch immer macht. Aber dieses Geschäppere, das möchte ich weiß Gott nicht haben.
So, schauen wir mal, ob wir den hier rauskriegen. Irgendwie. Ja, ein weicher Nagel. So. Und das Ding ist natürlich ausgenudelt. Sieht man das? Das hätte ich gerne besser fest. So, 2,5er Bohrer. Das ist schon so dermaßen ein Langloch da drin. Das geht leicht schräg, okay. Da muss ich dann so hin und her arbeiten. Gut, so geht's da durch. Das wird doch jetzt nicht daran scheitern, oder? Nein, wird es nicht. Ich bin schon durch. Jawohl. So. Jetzt drehen wir das Ganze so hin. Hier hin und her. Da kann ich natürlich nichts dran ändern. Aber das Geklappere ist weg. Könnte ich da noch was reinmachen, was reinklemmen, damit das nicht hin und her wackelt. So. Von der Seite hier komme ich gut dazu. So, da, wo habe ich meine Durchschläge, da oben sind sie. So, einfach das Hämmerchen genommen. Zerbumm und da vergeht nichts mehr. So, bisschen zur Seite. So, da ist er drin. Jetzt schauen wir mal, ob das zusammenpasst. Irgendwie ohne Dichtung vorläufig, vorsichtig natürlich, zwecks den Simmerringen. Schwupp die Lerche, schwupp die Lerche. Wie ein Anzerle. Wie ein Anzerle geht es da hin. So, Dichtung drauf. Seht ihr, was ich da tue? So vielleicht besser. Ja.
ein bisschen. So. Hier in den Passstift. Nein, verkehrt rum. Verkehrt herum, muss so rum. So, so, Passstift. Tschabum. So. Achso, da ist ja gar kein Passstift. Ja, Teufel auch. In der Dichtung ist ja kein Passstift. Warum mache ich mir dann die Mühe? Keine Ahnung. Aber davon jede Menge. So, ein bisschen Fett für die Dichtung. Und mal weiter. Machen wir die ja schon mal ein bisschen Eifetter. Jo, das ist wieder eine schöne Sauerei. So. Jetzt. Hamas. Die Gewindelöcher hätte ich gerne passgenau. Nicht so wie die andere Dichtung, die drin war, wo die Löcher ausgefranst waren. Dann ist es da nämlich rausgesappert. So. Gut. Da noch ein bisschen daher. So. Da passt. So, meine Liebe, hätte ich dich gerne montiert. So. Und an den Deckel geben wir dem. Passt, sitzt, passt, wackelt und hätte Luft nach oben. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Einfach jetzt mal Schrauben rein. 10 Newtonmeter. Zehn, elf, zwölf. Zum Einbau der Elektrik bzw. der Zündanlage. Ich bleib hängen. Ich zeige es euch nur mal kurz. Hier ist ein Schauglas. Da ist danach eine Markierung. Diese Markierung muss passen. Und das Weitere zeige ich euch dann. Ich suche jetzt mal die Markierung. So, steht auf Spätzündung. Da ist eine Markierung. Da steht S drauf. Und dann mit Markierung nach oben auf Nockenwelle. Dann haben wir hier 01. Mit Markierung nach oben auf Nockenwelle. Das heißt, die Markierung, welche Markierung braucht er denn jetzt? Ist ja wurscht, ist ja Wasted Spike. Fällt mir gerade ein. So, lose aufstecken. Das hätten wir. Der Motor steht nicht hundertprozentig gerade, das ist hier aber mittig.
Das ist keine Markierung, das ist die Markierung. Und hier im Gehäuse hat es eine Markierung. Gut, dann geht's weiter. So, jetzt brauchen wir die Zündungseinheit mit den langen Löchern. Jetzt muss ich umdenken, so rum. Der Motor war ja vorher gekippt. So. Und da kann ich dann anhand der Langlöcher sehen, wo ich hin muss. Da sind keine Schrauben mehr drin. Jetzt brauchen wir hier die zwei Muttern mit den beiden Scheiben. So, halten wir. Jetzt haben wir's. So, 10er Schlüsselchen. Und dann schaue ich mir an, wo war sie vorher? Vorher war sie hier etwas weiter oben. So wäre es gut. Feini, feini. Und wenn wir jetzt den Läufer hier aufsetzen, der dreht so rum, dann muss das hier so sein, dass der Unterbrecher aufmacht. Ah doch, da ist eine Nase. Dann passt das schon. Dann passt das schon. So, jetzt kommt die hier rein. Ewig langes Gewinde. So, jetzt sind wir durch. Jetzt gehen wir dahin. Also da ist tatsächlich in dem Läufer drin so eine kleine Nase. Dann passt das ja. Dann habe ich ja alles richtig gemacht bis jetzt. So, wo ist jetzt mein aufgeräumt? So. Und den jetzt anziehen, fertig. Und so sieht es aus im Schneckenhaus. Und wenn wir hier jetzt drehen, hier hinten, wir haben aber hier schon eine Zündkerze drin, falsch rum, oder? Ne, richtig rum. Hier gegen dem Uhrzeigersinn und da dreht er sich so rum. Geht zu, geht auf. Jetzt schaue ich mir das mal hier hinten an, wo die Markierung ist. Wenn ich den was sehe, da. So. Und der Läufer läuft genauso rum. Hier müsste jetzt der Unterbrecher aufgehen. Jo. Macht er. Gut. So.
Ich habe mir erlaubt, ohne euch das letzte Zündkabel zu erneuern. So. Was kommt hier hin? Nein, das ist falsch. Das ist das und das ist das. Ich weiß, dass es nicht drauf ankommt, aber ich will es trotzdem so machen. So. Das werden wir da festmachen. Und das andere hier. So. Und wie gesagt, Zündungseinstellung und so weiter und so fort, das kommt dann alles, wenn der Motor im Rahmen ist. Gut, et voilà, dann machen wir als letzten Akt noch die neue Zündkerze rein, nämlich hier. Klick, klack. So. Ebrumser. Ihr Lieben, was lange währt, ist endlich hin. Was lange währt, heißt endlich Knut oder keine Ahnung, wie man das sagen soll. Ich glaube, dass der Bolzen hier krumm ist. Aber das werden wir sehen, wenn wir einen Deckel drauf machen. Ja, somit wäre der Motor neu abgedichtet. Alle relevanten Simmerringe sind neu, die Dichtungen sind neu, Ölwanne, ich muss noch mal im Video schauen, ich meine, ich habe ja schon Arbeiten verrichtet an diesem Motor, die ich eigentlich schon gemacht habe. Ich? Sie? Nein, doch. Oh. Aber ja, man merkt es ja relativ schnell, wenn man das Ding ausbaut und es ist alles neu drin. Shit happens. Ich habe das absichtlich jetzt nicht mit in das Video reingenommen. Ich habe die Kupplung nochmal ausgebaut, ich Trottel. Nein, doch. Ja, also das zeige ich euch nicht. Ja. Ah, peng peng tülütü. Ich wollte mich vergewissern. Ja, es muss ja alles seine Richtigkeit haben. Lieber doppelt kontrolliert als einmal Mist gebaut und dann muss ich wieder alles auseinanderreißen. Also da passt alles. Ja, nach einem Jahr oder über einem Jahr gerät so einiges in Vergessenheit. Aber wir haben es geschafft, wir sind durch. Schade, wir werden es nachher sehen, wenn es soweit ist. Ja. Ihr Lieben, für diese Folge sage ich meinen herzlichen Dank für euren Daumen hoch, ausnahmsweise mal etwas säuberer als sonst, und herzlichen Dank für eure zahlreichen Kommentare. Im rechten Eck holen wir mal von der R50 ein Video zum Vorschein, ist ja auch schon wieder etwas älter, ich würde mal sagen den Lanz Bulldog. Und im linken Eck hätten wir das Abonnement für die zukünftigen neuen Gemeindemitglieder. Einmal draufklicken wäre kostenlos, nicht vergessen die Glocke zu aktivieren. Dann bleibt ihr auf dem Laufenden und YouTube schlägt euch auch weiterhin unsere Videos vor. Und ich sage es nochmal, ich habe keine Ahnung, was ich hier tue. Seht es mir nach, wenn ich Fehler mache. Ich lerne beim Machen. Ja? Und ich denke, ja, bis jetzt ist jedes Motorrad, bis auf 3 Stück in meiner gesamten Laufzeit, 3 habe ich nicht hinbekommen, beziehungsweise habe ich nicht die Chance der Nachbesserung bekommen. Ne? Gut. Dann bleibt mir für diese Folge nichts weiter zu sagen als bleibt uns gewogen. Pfiat euch. Baba.